Auf einem Parkplatz in Karlsruhe steht die Zukunft auf 4 Rädern. Anyway, das Auto, das den Fahrer überflüssig macht, weil es sich selbst steuert. Anyway ist ein Projekt innerhalb der 4 Forschungsbereiche der Graduiertenschule Karlsruhe School of Optics and Photonics. Die 4 Bereiche sind Photonic Materials and Devices, Advanced Spectroscopy, Biomedical Photonics und Optical Systems am Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Ja, das Schöne an unserem Projekt ist, dass wir nicht nur trockene Forschung machen, sondern dass wir Theorie und Praxis direkt miteinander verbinden können. Wenn Anyway gleich von dort hinten losfährt, werde ich hier auch losfahren. Wir kommen von hier auf der Vorfahrtstraße angefahren. Anyway wird von rechts reinfahren und sollte uns dann die Vorfahrt gewähren. Okay. Anyway erfasst seine Umgebung durch einen Laserscanner auf dem Dach. Das autonome Auto ist eines der Forschungsprojekte der Karlsruhe School of Optics and Photonics. Die jungen Wissenschaftler, die testen wollen, ob Anyway gleich von alleine bremst, sind diplomierte Informatiker oder Ingenieure, die an der Graduiertenschule promovieren. Serienfahrzeuge enthalten heute schon Systeme, die den Fahrer unterstützen sollen und entlasten bei seiner Tätigkeit. Denken Sie zum Beispiel an Systeme, die auf der Autobahn automatisch den Abstand einregeln oder Spurverlassenswarner, die den Fahrer warnen, wenn das Fahrzeug die Spur verlässt. Und wir wollen in unserer Forschung mit diesem Projekt prinzipiell noch viel weiter gehen und das Auto bauen, was völlig selbstständig fährt. Wer fähig ist, ein kognitives Automobil mitzuentwickeln, ist wissenschaftlicher Spitzennachwuchs für die Forschung und die Industrie. Am Beispiel Anyway kann man, glaube ich, 2 Dinge sehen, die charakteristisch sind für unsere Graduiertenschule. Das eine ist natürlich die Zukunftsorientiertheit, auch die Industrieorientierung in Teilen der Graduiertenschule. Das andere ist aber dieser Aspekt, dass Optik und Photonik sehr oft eine Hebeltechnologie darstellt und andere Anwendungen erst möglich macht. Und das autonome Fahrzeug, das sehende Automobil, ist ein Beispiel dafür. Die Karlsruhe School of Optics and Photonics, kurz KSOP, bietet ein straffes 3-jähriges Promotionsprogramm. Wichtig ist uns, dass die Ausbildung der PhD-Studenten letztendlich ganzheitlich erfolgt. Das bedeutet, dass im Kern selbstverständlich die wissenschaftliche Arbeit steht, aber darüber hinaus eben auch Themen wie Management-Ansätze vermittelt werden. Das heißt, sowohl die methodische Herangehensweise als auch, was im Grunde auf die Doktoranden anschließend in der Industrie zukommt, dass das besser eingeordnet werden kann und dass sie im Grunde besser ausgebildet sind, um sich diesen Herausforderungen zu stellen. Die KSOP ist international aufgestellt. Steve Bush ist Amerikaner aus Colorado, 27 Jahre alt, Maschinenbauer. Als Stipendiat erhält er 1.600 Euro monatlich von der Graduiertenschule. Das macht das Projektmanagement-Modul. Ja, sehr, sehr gut. Es ist ganz gut, dass ich mit Leuten von der Industrie arbeiten kann. Dann kann ich eigentlich ganz viel lernen. Wenn man Maschinenbau betrachtet, ist Deutschland ein natürlich gutes Ziel. Und vor allem mein Professor hier bei meinem Institut, der hat ganz gute Verbindungen mit der Industrie, was ich ganz wichtig halte. Im Chemielabor des Instituts für angewandte Physik arbeitet Isabel Staude. Die Doktorandin stellt ein spezielles Material her, einen photonischen Kristall. Solche Kristalle sind durch eine räumlich-periodische Modulation ihres Brechungsindex für Licht charakterisiert. Isabel Staude erforscht die optischen Eigenschaften dieser Kristalle. Deren ansonsten perfekte Symmetrie weist kleine gewollte Störstellen auf, sogenannte Kavitäten. In denen kann Licht, vereinfacht ausgedrückt, eingefangen oder entlang definierter Bahnen geführt werden. Erkenntnisse dieser Grundlagenforschung können zukünftig etwa in der Lasertechnologie Anwendung finden. Was auch ein sehr netter Gedanke ist, ist dadurch, dass ich verschiedene Elemente bauen kann, also diese Kavitäten und Wellenleiter, wäre es also möglich, in so einem photonischen Kristall viele verschiedene solche Elemente zu kombinieren und damit integrierte Optik zu machen. Biomedical Photonics ist ein weiterer der 4 Forschungsschwerpunkte der KSOP. Christoph Gebhardt forscht an Hühnerembryonen, um daraus Erkenntnisse für die menschliche Entwicklung zu gewinnen. In der embryonalen Phase entsteht das Gehirn und ordnet sich selbst. Aber Milliarden von Zellen schließen sich zu einem Großrechner zusammen, ganz von selbst. Die Verbindungsdrähte zwischen 2 Zellen heißen Axone. Sensoren an ihren Enden weisen ihnen bei der Verknüpfung den Weg. Die Bahnen für die experimentelle Lenkung der Axone erzeugt Christoph Gebhardt mit Hilfe von Licht. Die Forschung weiß, was passiert, aber nicht, wie es passiert, auf molekularer Ebene.
Mich interessiert vor allen Dingen, wie das Gehirn während der Embryonalentwicklung verdrahtet wird. Man muss sich vorstellen, dass eine riesige Zahl von Neuronen, wir sagen 10 hoch 10 im menschlichen Gehirn ungefähr, hochpräzise miteinander verbunden werden muss. Und das macht das Gehirn von ganz alleine. Die zugrunde liegenden Mechanismen sind das, was mich interessiert. Damit legen wir im Prinzip die Basis für spätere Anwendungen, wie zum Beispiel in der regenerativen Medizin, wenn verletzte Nervenbahnen auch neu wachsen müssen und dann wieder die richtigen Stellen im Nervensystem finden, um synaptische Kontakte zu knüpfen. Mit ihrem zukunftsträchtigen Programm zieht die KSOP die besten Absolventen an. Unsere Vision ist, innerhalb von 5 Jahren eine der international führenden Graduiertenschulen, Ausbildungszentren auf dem Gebiet der Optik und Photonik zu werden. Eine Spitzenstellung nicht nur in Deutschland, sondern im internationalen Vergleich.